Polizei, aufpassen! So. Dankeschön. Der Mann wird in Abschiebehaft genommen. Aber aus welchem Land kommt er eigentlich? Ring, ring, Bagdad hier? Bagdad, wir haben einen Kunden von euch. Nein, der kann kein Wort Arabisch, der kommt bestimmt aus der Türkei. Ring, ring, Istanbul? Istanbul, wir haben einen Kunden von euch. Nein, der ist zwar Kurde, aber kein türkischer Kurde, das sehe ich an seiner Nasenspitze. Ring, ring, Teheran? Teheran, wir haben einen Kunden von euch. Nein, wir nehmen keine Kurden. Gründe, kein Kommentar. Ring, ring, Frankfurt, ja bitte? Frankfurt, der König gehört zu keinem Land. Wir müssen ihn zurückgeben. Nein, wir haben keinen Platz. Und außerdem sind wir auch kein Aufnahmeland. Er muss in das europäische Land zurück, wo er als erstes eingereist ist. Die müssen sich darum kümmern. Wir probieren es mal mit Griechenland. Genau. Ring, ring, Athen. Athen, nehmt den Kunden zurück. Nein, wir haben keine Fingerabdrücke von ihm. Außerdem kennen wir ihn nicht. Ring, ring, Rom. Rom, nehmt den Kunden zurück. Ja, den müssen wir holen. Der ist bei uns registriert. Alif, uhibbu musliman. في حقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لست مش عصري دل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يا بريزيدنت قذافي بالليبيا. Bella Italia, alle Polen mit deinem Land. Leute, Land, Entschuldigung. Inshallah. Alle kommen zu mir. Hast du Geld? Was haben wir? Geld. Hast du Geld? Geld, Fluss. Bella, komm, ich mag dir. Okay, gibst du Geld? Ich mach Mauer, ja? Dann machst du Mauer, wenn du weißt. Ich mach Mauer, groß. Na, wenn. Ich mach Shiny Mauer, oder egal. Okay, alles. Okay. Ja. Na ja. Ich kann nicht fliegen, ich bin krank. Im Krankenhaus werden zwei Ärzte bestellt, die ihn auf seine Flugfähigkeit untersuchen. Helfen Sie mir, ich werde abgeschoben! Ey, was ist los hier? Die wollen mich abziehen! Ich fliege nicht mit diesem Mann! Ich bin hier die Pilotin! Raus! Der Mann kommt erneut in Abschiebehaft. Eine neue Abschiebung wird vorbereitet. Oh, dann machen wir mal ein Päckchen aus dir, hä? Weihnachten! Dafür muss es Kriterien geben. Die das regeln.
Aber Deutschland braucht ja nicht nur Intellektuelle, ja? Fußballgenies sind auch gefragt, ne? Wer wollte sich ja nicht über die germanische Härte und die emigrantische Leichtigkeit, ne? Welcher Sohn ist denn hier nicht erfolgreich verdient mit Drogen? Ich meine, sei doch mal ehrlich, das eigentliche Problem sind ja nicht die Illegalen, sondern die Schulabbrecher. Nehmen wir ihn mal als Beispiel, ne? Er ist illegal und nicht mit Drogen, ne? Soll ich ihn deshalb an einer U-Bahn-Haltestelle in Dresden stellen und von Nazis verprügeln lassen? Das macht doch das deutsche Gesetz nicht mit. Wir sind da ganz anders, ne? Ich hab ne Idee. Was denn? Wir könnten nicht nur die Schulabbrecher da abschieben, nicht nur die Illegalen, sondern alle, die gegen das Gesetz verstoßen. Wie wär's denn mit den Deutschen? Auch Deutsche? Ja, ne? Klar, auch Deutsche, klar. Warte, warte, wir tun ja so, als ob alle hier Manager wären, alle was weiß ich was. Fußballprofis. Ja, alle auf einer Insel, eine einsame Insel. Ja, Deutschland hat viel Geld, ne? Genau. Schulden aber viel Geld, egal. Auf der Insel. Ja, wir haben alle was von. Ja. Da sind nur noch die Besten in Deutschland. Alle sind legal. Ja! Ja! Das ist cool, ne? Das ist super. Mhm. Das ist richtig geil. Cricket? Nee. Kein Cricket? Kein Cricket. Was ist denn Europa? Ja? Das hier ist doch Europa. Mitten in Europa sitze ich fest. Das kann doch gar nicht sein. Hört hier etwa Europa auf? In diesem kleinen Kaff am Ärmelkanal? Jetzt sitze ich hier fest. Mitten in Calais. Hier gibt es kein Durchkommen. Ich will nach England. Warum fährt ein Italiener nach England, hä? Warum? Einfach mal so, zum Spaß, hä? Ein bisschen Spaß, Party und so, hä? Und ich? Warum kann ich nicht mit der Fähre von Calais nach Dover fahren? Immer zu, als nennen deine Gründe. Gründe! Gründe! Das nervt. In Italien bin ich legal. In Frankreich bin ich illegal. Was soll das? Hä? Ist das hier Europa? Das ist nicht Europa. Die anderen sagen dauernd zu mir, aber du kannst doch Asyl beantragen. Gib dich damit zufrieden. Eins weiß ich. In Italien will ich nicht leben. Italien ist scheiße. In Rom. Sag ich mal, bloß mit ein paar Stunden. Wir saßen da, bloß vor einer U-Bahn-Station, ja? Kam so ein Polizist, der so, hey du, heb die Flaschen auf. Und ich dachte, ey, das sind doch gar nicht meine Flaschen. Der hatte mich so wütend gemacht, dass er wollte, dass ich alle Flaschen aufhebe. Ich habe ihn angeschrien und weggestoßen. Ja, was danach passiert ist, na egal. Ja, ich bin über Italien eingereist. Ich bin in Italien registriert. Aber ich wollte mich nicht in Italien registrieren lassen. Ich wollte meine Fingerabdrücke nicht abgeben. Scheiß gegen Registrierung. Scheiß Fingerabdrücke. Wie soll ich bitteschön direkt von Libyen nach England fahren? Ha? Mit einem Boot. Das Boot. Das Boot, mit dem ich nach Italien kam. Das war Schrott. Die Fahrt war verdammt gefährlich. Scheiß Registrierung. Scheiß Fingerabdrücke. 2 Jahre hätte ich warten müssen. 2 Jahre. Ich will aber nicht warten. Ich will jetzt ankommen. Ich will nach England. In Rom habe ich mit anderen Pastoren gesprochen. Sie haben zu mir gesagt, sie hätten Asyl beantragt. Bereits vor 2 Jahren. 2 Jahre. Ich will aber jetzt ankommen. Wenn die Polizei mich hier in Calais schnappt, dann schieben sie mich direkt wieder nach Italien an. Dort will ich aber nicht bleiben. Hier in Frankreich will ich auch nicht leben. Ich will nach England. Aber ich bin ja nicht dumm. Ich habe vorgesorgt. Ich habe nämlich keine Fingerabdrücke mehr. Wenn die Polizei mich hier in Calais schnappt, dann können die gar nicht feststellen, in welchem Land ich registriert bin. Fingerabdrücke lassen sich am besten mit einer Eisenpfeile wegschmirgeln oder mit einer glühenden Eisenstange wegbrennen. Ich mache das anders. Ich verbrenne meine Finger am Lagerfeuer. Das mache ich regelmäßig.
weiß niemand, wer es wirklich stimmt.